Da ist ja alles dabei, ne? Genau, alles dabei. Ist das ein Android-System? Ja, da. Mit dem E-Prüfzeichen? Ja. Aber halt kein Mercedes-Zeichen. Willkommen bei den Kfz-Tuts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ab und zu gehe ich in eBay-Kleinanzeigen und gucke mir einfach mal ein paar Sachen an. Also ist ehrlich nicht so, dass ich irgendwas kaufe. Ich gucke einfach mal. Das ist so instinktiv so. Weiß auch nicht warum. Bam, habe ich so eine Anzeige gesehen. So, was war das denn? Da habe ich dann gelesen, W213, Umbau auf AMG Facelift. Ein komplettes Paket. Der Preis war unschlagbar. Weil ich wollte ja eigentlich den W213 auf ganz normal AMG umbauen. Also eine Stoßstange vorne und hinten, das war's. Und hab das gesehen und dachte mir, wow, warum so günstig? Ich denke jetzt, okay, 1500 Euro ist nicht günstig. Ja, wenn es nur AMG-Paket wäre. Das ist ja der Umbau auf Facelift. Und der Facelift hat ja ganz andere Scheinwerfer vorne. Und die sind dabei. Rücklichter sind ganz anders. Die gehen in die Heckklappe rein, sind dabei. Das heißt, die Rücklichter sind dabei. Neue Stoßstange und neue Heckklappe ist dabei. Bei AliExpress kostet dieser Set knapp 4000 Euro. Und dann habe ich bei eBay geschaut und eBay kostet der günstigste 4800 Euro und kommt aus Polen. Also der gleiche Paket höchstwahrscheinlich. Wenn ich jetzt nur ein AMG-Paket kaufen würde, Stoßstange vorne, hinten, Seitenschweller, kostet 1800 Euro bei KDS. Wollte ich mir holen. Dann habe ich natürlich die Anzeige gesehen mit den Scheinwerfern, mit den Heckleuchten, mit der Heckklappe und dachte 1500 Euro, wow, warum so günstig? Und genau deswegen fahre ich jetzt nach Bocholt, weil ich das jetzt auch vor 2 Stunden gesehen habe und wie ihr schon seht, es ist dunkel. Auf der Kamera sieht es noch hell aus und wir haben fast 20 Uhr und ich fahre jetzt dahin, gucke mir die Sachen an, was für eine Geschichte er uns erzählt. Ich habe natürlich hier mein Audi A6 dabei, gucken, ob alles reinpasst, weil 2 Stoßstangen, eine Heckklappe plus das ganze Kleinteil ist auch sehr viel. Ich nehme euch einfach mal mit. Ich bin angekommen. So, ich sehe schon, hier sind 1000 Pakete. Und dann haben wir den lieben Marius. Hi. Hi Marius, grüß dich. Marius, was ist das alles hier? Also wir haben im Prinzip verschiedenste Sachen. Ja. C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, G-Klasse. Alles mögliche. Tachos, Widescreens, Lüftungsdüsen, Lautsprecher, Ambientebeleuchtungssets. Das ist eine sehr schöne Halle hier, so eine große Halle. Hier steht zum Beispiel schön Mercedes. Ja, ist auch zum Verkauf. Okay, das ist ein echter AMG? Genau, ist ein echter C63. Also ihr habt jetzt nicht. Ja, das können wir natürlich gerne machen. Was kostet denn so ein AMG? Ach, das ist eine C-Klasse? Ja, genau, C63. Ah, okay, das habe ich von innen gerade gesehen. Aber ich kann mal zeigen, wir haben bei dem zum Beispiel damals die Ambiente umgerüstet. Also von 3 auf 64. Okay. Unter die Lüftungsdüsen drin. Also genau. Standard hat der zum Beispiel sowas nicht? Genau, Standard sind die Dinger zum Beispiel nicht. Das sind im Prinzip dann die alten. Mhm. Und dann im Vergleich die Turbinen, natürlich schon ganz cool. Sonst hat der Wagen immer nur 3 Farben, weiß, gelb und blau. Aber ja, ist nicht so cool. Du machst hier eigentlich alles, also Umbauten? Ja, genau. Wir bauen viel C-Klassen, E-Klassen und G-Klassen um. Entweder komplett ambiente Nachrüstung oder halt nur Teileverkauf, genau. Ja. Jetzt aktuell nur Teileverkauf, weil leider die linke gebrochen und die rechte verstaucht ist. Oh, gute Besserung. Ja, danke, alles gut. Als Schrauber ist das echt nicht gut. Ja, das heißt, die nächsten 6 Wochen wird das echt schwierig. Und du bist alleine hier? Ja, genau. Ich habe das mal mit einem Freund zusammen gemacht, aber dann haben sich die Wege halt irgendwann getrennt, so wie das halt ist im Leben. Ja, das kennt man leider. Ja, und jetzt alleine. Ich fange jetzt wieder normal an zu arbeiten. Automobilkaufmann gelernt. Bei Mercedes? Nee, leider nicht. Ich war bei Audi und VW. Auch gut. Ja. Audi ist ja immer auch gut. Cool. Muss ich schon sagen. Schön sein. Wollen wir dem einmal mal hören? Kann ich machen, ja. Brauche ich Ohrschutz hier in der Halle? Ja, der ist wohl, also vom Original ist er schon sehr laut. Ja, aber das ist der C, was für Motor hat der denn überhaupt? Ist das schon der 8-Zylinder oder? Ja genau, das V8 M177 mit 4 Litern. Das ist gut. Das ist gut. Also kein... Leichten Gasstoß. Der hört sich schon geil an. Das ist schon geil. Muss man sagen. Was willst du denn für den haben? Im Prinzip steht er aktuell für 31,9 drin bei Kleinanzeigen und bei Mobile. Ja. Aber im Prinzip 30 ist mein letztes Gebot, sag ich mal.
Aber nichts dran, ne? Also? Nee, wir haben gar nichts dran. Ja. Keine Probleme, keine Kratzer, keine Beulen. Wenn das einer möchte, ein eBay-Account kann ich unten mal verlinken. Ja, sehr gerne. Ihr könnt euch mal melden. 30.000, ein echter V8 C-Klasse. Ich weiß echt nicht, wie die gehandelt werden. Und hier sehe ich schon, ist das ein Android-System? Ja. Würdest du mir eigentlich empfehlen, ein Android-System überhaupt hier in einem W213 einzubauen? Nee, würde ich nicht empfehlen. Also es gibt diese Widescreen-Modelle, es gibt einmal aus China direkt mit Android. Ja. Problem ist, du hast eine ganz andere Schrift, das hängt sich ständig auf. Ja. Oder du benutzt halt Originalteile. Kann man halt immer hinten dran erkennen, dass natürlich die Artikelnummer drauf ist oder eher gesagt die Teilenummer. Also ich würde schon original verbauen. Es ist nur wichtig, dass du auf der rechten Seite einen großen Bildschirm hast. Nur wenn du den hast, ist es möglich. Wenn du den kleinen hast, musst du auch das Command nachrüsten. Also den oder ganz klein? Ich habe den kleineren. Ah, okay. Da musst du halt noch das Command nachrüsten. Boah, ich glaube, die liegen so bei 400-500. Die liegen im Prinzip, ja, bei eBay muss man mal gucken, zwischen 800-900 bis oben offen. Ist man bei 1.500 Euro. Aber auf jeden Fall, man muss das noch anlernen, hast du ja gesagt. Genau, musst du auf jeden Fall anlernen. Da ist ja alles dabei, ne? Genau, alles dabei. Das ist nur eine 63er Motorhaube. Stoßstange, das heißt, du musst auf jeden Fall die Kotflügel. Muss man die Kotflügel dann mitwechseln? Genau. Aha. Ja, also da bin ich mal gespannt. Und hier ist dann alles dabei. Ich sehe schon hier so, Anbauteile sind dabei. Genau, Radläufe, Stoßstangen, eigentlich alles. Auch ein Kleinteil, Embleme sind sogar dabei. Ja, und das ist hier auch, weiß ich nicht, was das ist. Das ist eigentlich, glaube ich, der Diffuser. Ah, Diffuser, genau. Schätze ich mal. Endrohre gibt es auch dazu natürlich. Mhm. Genau, müsste eigentlich alles sein. Also ich habe es nie bewegt, das stand immer schon hier. Scheinwerfer würde ich gerne mal sehen. Ja, klar. Diese Ecolizer hat er auch. Ich stell einfach mal einen hier hin. Mhm. Die stehen jetzt halt schon echt lange. Die sind halt auch jetzt, wie du siehst, ein bisschen eingestaubt. Ja. Und die kommen dann gleich, sofort mit Steuergerät, oder? Genau, die sind komplett Plug and Play. Also du hast die Steuergeräte unten schon dran. Das ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Da haben die sich was ganz Cooles ausgedacht. Du musst es im Prinzip nur anstöpseln. Anstöpseln, aber wenn du keinen Multibeam hast, muss man die dann anlernen, höchstwahrscheinlich. Nee, auch nicht. Die sind nur anstöpseln. Nur anstöpseln, auch wenn du keinen Multibeam hast? Du hast die ganz normal. Ich habe die ganz normal. Also ich habe noch, ich habe LED High Performance, aber kein Multibeam. Müsste aber klar. Also der einzige Unterschied, woran Leute mal erkennen können, ob das ein originaler Scheinwerfer ist oder halt nicht, weil die sind halt schon sehr, sehr gut nachgemacht, ist, dass man bei den Originalen hier unten immer ein Mercedes-Zeichen hat. Ja, da. Mit dem E-Prüfzeichen, ja. Aber halt kein Mercedes-Zeichen. Wenn wir sowas hier AMG-Paket einbauen, kriegen wir Probleme mit dem TÜV? Nee, Bescheid? Im Prinzip nicht. Also wir hatten noch keinen Fall, wo es jetzt irgendwo Differenzen gab. Du hast auch keins eingebaut. Nee, also E-Klasse nicht. GLE und sowas haben wir öfter gemacht. Aber weil das einfach original aussieht? Nee, das war ein Brabus-Umbau. Das war einfach, der Kunde kam zu uns, oder die Kunden kamen zu uns und wollten nur mal diesen Brabus-Umbau haben. Und dann haben wir das natürlich angeboten. Ja. Also Problem ist, kauft niemals in China Carbon-Teile, kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. Oder gibt so viel Geld aus wie möglich, weil nur dann ist die Qualität dementsprechend. Ja. Alles darunter ist... Ich meine, du kennst dich ja mittlerweile da aus. Ne? Also wir haben jetzt hier im Vergleich zum Originalen wirklich keinen Unterschied. Wir haben kein Klappern. Kein Rasseln, die Schrauben sind richtig verschraubt. Tonmäßig viel, viel besser. Ja, top, ne? Auf jeden Fall. Also zur normalen Burmester, oder eher gesagt zur normalen Anlage, ist ein Riesenunterschied. Wenn du bereits die Burmester hast, ist es ein kleiner Unterschied. Da sind die Rückleuchten. So. Ist eigentlich ganz einfach, das Prinzip. Du hast im Prinzip hier die Kabel und die steckst du ganz normal da ein, wo die Rückleuchten auch sind. Und das war's. Aber der Heckklappe hat ja keine Rückleuchten. Das genau, ist ja das Problem. Das musst du umfühlen. Genau. Oh. Du musst das im Prinzip so umführen, deshalb ist das Kabel auch so unglaublich lang, dass das Außenkofferraum wieder zur Karosse geht, dann hier mit eingesteckt wird und das hier eingesteckt wird in den Stecker von der alten Rückleuchte. Mhm. Also ist eigentlich Plug and Play. Ja, genau. Also du müsstest sogar ein E-Prüfzeichen haben. Ja. Ich habe ja gehört, man kann das sogar beim originalen Facelift-Modell einfach einbauen, 1:1 ersetzen. Kann gut sein, ja. Müsste passen. Also wenn der mal kaputt geht, könnt ihr aus China sowas bestellen und das passt 1:1. Weil ich will gar nicht wissen, was bei Mercedes kostet, so eine Rückleuchte. Vor allem so ein ganzer Satz bist du bestimmt 1,5 locker. Also ich werde dein eBay-Kleinanzeigen sowieso unten verlinken. Gerne. Also was hast du noch da für die Leute? Boah. Im Prinzip hauptsächlich E-Klasse, C-Klasse. Ja. Also Lüftungsdüsen für die C-Klasse haben wir da. Für die E-Klasse Lautsprecher ganz viel, für die S-Klasse, also W223, das neue Modell.
Auch für den W222 glaube ich auch noch. W213 haben wir 3D-Hochtöner da. Falls irgendwas bei euch kaputt ist an der Ambiente, wir haben auch ganz viele Ersatzteile da, die wir so oder so nicht mehr loskriegen. Ambientenleuchter hast du komplett da? Auch da, ja. Zum Umrüsten, auch wenn du keine Ambientenleuchter hast? Genau. Also gut, für die C-Klasse haben wir das da und für die E-Klasse nur noch ein Paket. Gut, da müssen wir nochmal reden, weil ich habe keine Ambientenleuchter bei mir. Und das wollte ich eigentlich auch umrüsten. Ja gut, das werde ich unten alles verlinken. Und wenn, dann schreibt den einfach. Und ich glaube, du wirst ja den einen oder anderen Tipp auch noch geben können. Wir werden jetzt hier einmal die ganzen Sachen einladen und reden noch ein bisschen und danach rein. Schaffst du das? Ja, bestimmt. Also ich habe Audi dabei, ich hoffe es. Also werden wir sehen. Irgendwie werden wir das hinkriegen. Wir sind fertig. Marius? Ja, fertig mit Lernen. Genau. Also ich muss eins sagen, Marius hat mir einen super, super Kurs gemacht. Hat mir noch ein paar andere Sachen mitgegeben. Viel mehr später. Vielleicht sehen wir den Marius nochmal. Ja, ich würde mich freuen. Ja, ich auch. Auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Er hat auf jeden Fall viele Sachen noch. Er macht hier bald hier dicht und verkauft die und er macht einen super Kurs. Man kann sagen, du bist der günstigste. Doch, also auf jeden Fall deutschlandweit, ja. Europaweit eigentlich auch, ja. Schon der günstigste. Das Original kommt. Nee, ist kein Original. Das ist kein Original. Genau. Allerdings sind die Tasten original und der Airbag. Ich glaube nicht, was alles in diesen Audi reingepasst hat. Es ist Wahnsinn. Ich hoffe mal, wir haben nichts vergessen. Ich glaube nicht. Es hat mich gefreut. Wir sehen uns. Auf Danke, jeden Fall. Dass du hier warst. Nicht dafür. Ihr seht. Audi ist komplett voll, bis zum letzten Schlitz, sage ich euch. Wahnsinn. Ja, also ich habe mir jetzt doch ein bisschen mehr gekauft als erwartet. Aber ich wusste ja auch nicht, dass Marius solche Sachen dafür kauft. Ich kann so viel sagen. Ich habe die 1500 Euro bezahlt, habe aber drei Sachen noch dazu bekommen, was auch noch mal so locker 6, 7, vielleicht 1000 Euro gemacht hat. Locker. Also Dankeschön nochmal dafür. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Ich werde jetzt alles rauslegen. Und wir werden uns einmal das ganze Paket mal anschauen. Also das ist echt viel. Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, was ihr gleich sagt, wenn ihr alles seht. Ich glaube, ihr werdet genauso geschockt sein, wie ich es auch war. Wo er gesagt hat, das auch noch, das auch noch, das auch noch, das auch noch. Ich so, ey, ich bin mit einem Kombi gekommen. Guckt euch das an, wie voll das Ganze ist. Hier ist alles drin. Klappe, das hier, ach, ich weiß gar nicht, was das alles ist. Ich glaube, das ist der Grill. Keine Ahnung, hier. Das ist Nummernschildhalterung und. Hier, wir haben noch ein Tacho geholt. Riesendisplay. Eidosch, kannst du das mal halten? Das ist der Riesendisplay, den wollte ich unbedingt haben, Leute. Und das ist der nochmal AMG-Tacho, das ist ein Original-Tacho, übrigens. Da werden wir die Tage den komplett auseinanderbauen und natürlich diese Scheinwerfer und so einbauen. Da freue ich mich am meisten, weil wie gesagt, Multibeam-Scheinwerfer. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, ob das Ganze klappt oder nicht, weil wir haben hier High-Performance-Leuchten. Ich finde es geil. Also es ist nicht so, dass mir das nicht gefällt. Es sieht schon geil aus, aber ich muss sagen, dass die Multibeam-Scheinwerfer von der neuen E-Klasse, die brauchen ein bisschen, für mich. Feier die Front sowieso bei der neuen E-Klasse. Ich habe mir noch ein paar andere Sachen gegönnt. Na, diese üblichen Sachen, die werden wir auch einbauen. Das sind die Luftdüsen mit LED. Dann haben wir noch eine Ambientenleuchte, weil wir keine Ambientenleuchte haben. Android-System werde ich hier nicht einbauen, weil ich ja so einen CarPlay-Adapter benutzen werde. Das werde ich euch noch zeigen. So sieht das Ganze aus, so ganz klein. Wenn wir den großen einbauen sollten, ob wir da irgendwelche Probleme haben oder nicht. Und ich bin mal gespannt, wie der am Ende aussehen wird, Alter. Jetzt wisst ihr ungefähr, wo die Richtung hingeht mit dem Taxi. Und ihr da draußen, hättet ihr das auch gemacht? Für 1600 Euro die ganzen Sachen hier gekauft. Da fehlen ja noch ein paar andere Sachen. Ambientenleuchte habe ich nicht gezeigt, ne? Mhm. Heckklappe müsst ihr auch sehen. Ey, die Heckklappe ist so schwer gewesen. Du siehst, die Stoßstange geht hier hin, die geht so. Und dann hast du von hier diese Heckleuchte. Auch mit diesem Sternenstaub, finde ich geil. Aber die neue, also dann ist die Stoßstange länger, die Rückleuchten dünner, gehen aber in die Heckklappe rein. Und das finde ich viel kompakter, viel sportlicher, finde ich. Und das ist ja der Facelift-Modell. Bei Stoßstange hätten wir sowieso gebraucht, vorne die Stoßstange hätten wir gebraucht. Heckklappe oder hat der eine Delle gehabt? Ich glaube, der hat eine Delle gehabt. Aber ist nicht schlimm, der kommt jetzt neu. Die Kamera und so, die können alles hier umbauen zu der anderen. Das ist eigentlich Plug and Play, das Ganze. Was heißt, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob das...
Ich weiß nicht, ob das Plug and Play ist oder nicht. Das werden wir sehen. Willst du auch sagen, wie viel Uhr es ist? Willst du auch sagen, wie viel Uhr es ist? Halb zwölf. Du hast mich aufgeweckt. Ja, was soll ich machen? Ich brauche eine Kamerafrau. Ich muss ja tragen. Oder musst du tragen? Ich kann jetzt nichts tragen. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, dann mach das und ich packe mal alles aus. Ja, mach das. Mach ich das auch. Soll ich dich beobachten? Ha? Soll ich dich beobachten? Nee, brauchst du nicht. Wir sehen uns später. Wenn ich alles hier fertig habe. Ich weiß gar nicht, wo alles hinkommt. Ey. Wahnsinn. So viele Sachen. Bu kadar basit mi ne?